Hallo Freunde, oh, here we go, oh, so schön, oh, die neue Folge ist da, Sascha Toril, oh, so schön. Das ist so schön, wie wenn man das Mittel findet gegen Krebs und AIDS und den dicken, behaarten, untalentierten Migrationshintergründler von Ape Crime. Hashtag Bitchfight. Aber heute geht es mal nicht nur um euch, nein, es geht um uns, also euch mit mir zusammen. Wir werden nämlich heute ein bisschen was über uns lernen. Der ein oder andere, also viele von euch, eigentlich alle, schreiben ja Kommentare. Und wenn man mal diese Kommentare liest, also zwischen den Zeilen, denen sozusagen auf Augenhöhe begegnet, also im Liegen, dann liest man dort die ein oder andere Aggression heraus und merkt, dass der ein oder andere von euch überhaupt nie gelernt hat, mit Aggressionen, im allerschlimmsten Fall sogar mit euren eigenen, umgehen zu können. Und ich möchte euch ein ganz probantes Mittel mit auf den Weg geben, das euch nach und nach, peu à peu, poco à poco, je nach Herkunft oder woher ihr kommt, die Möglichkeit gibt, mit euren Aggressionen umzugehen, sie vielleicht sogar in was ganz Positives zu verwandeln, in ein, oh, ja, in ein Meerschweinchen zum Beispiel. Und dieses Mittel heißt Kissenschlag! Und für eine Kissenschlag braucht man vor allem Kissen! Für eine Kissenschlag ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr Kissen habt. Aber Kissen ist ja nicht gleich Kissen. Bei einer richtigen Schlacht ist es nicht unerheblich, dass alle gleiche Kissen haben. Sonst ist es unfair und ihr werdet sauer, habt danach noch mehr Aggression, das macht mich dann sauer, ich bin genervt, hab mehr Aggression, das macht euch sauer, so geht das immer weiter. Außerdem sollte in einer Kissenschlacht jedem bewusst sein, dass ausschließlich mit Kissen gekämpft wird. Sonst hieß es ja auch nicht Kissenschlacht, sondern zum Beispiel ritueller Ehrenmord. Ebenfalls wichtig ist, dass auf beiden Seiten der Schlacht gleich viele Menschen kämpfen. Hier steht auch die Ausgewogenheit und Fairness im Mittelpunkt. Kissenschlacht heißt zudem auch nicht, dass man ein Kissen schlachtet. Außer das Kissen ist am Pessach das einzige Lamm, was man finden kann. Oft wird die Kissenschlacht mit einer Russenschlacht verwechselt. Das ist aber an sich keine gute Idee. Also jetzt zumindest wir Deutsche haben bei sowas ja nicht wirklich Talent gezeigt, ne? Scheiße Idee. Hey! Oh, das war schon wieder. Scheiße, alles schon vorbei. Oh. Ja, ist aber nicht so schlimm, weil am Donnerstag läuft ja Kokosnuss. Könnt ihr euch um 19 Uhr auf jeden Fall angucken. Diesmal mit prominentem Gast. Weil nicht prominenter Gast hatten wir ja schon gehabt. Das war ja eher so semi, ne? Aber egal. Wer Lust hat und neu hier ist auf dem Kanal, hallo. Ihr könnt mich auch abonnieren und krobonieren. Das ist ein Wort, das ich mir selber ausgedacht habe. Wer Daumen hat, sollte sich die auf jeden Fall mal aus dem Po rausziehen. Und ansonsten hätte ich noch einen Pornofilm mit Brotmaschine für euch. Ekelhaft, aber geil. Einziges Problem ist nur, ihr müsst 18 sein. Wenn ihr nur zu viert oder fünft seid, dann dürft ihr euch das nicht angucken. Und ansonsten hätte ich auch noch einen Bericht darüber, wie man seine Geschlechtsorgane ganz natürlich vergrößern kann. Hornhaut und wie man sie wunderschön in Form humelt. In diesem Sinne, XOXO! Hängt mein Auge auf der Seite ein bisschen tiefer als... Also sehe ich aus wie Karl Dahl.